Naja, ein paar Leute haben es ja noch ins Spiel reingeschafft. Die mussten jetzt hier 100 Mal warten, bis ich hier mein Spiel habe ohne Flieger. Tut mir echt leid, Leute, aber ich habe manchmal auch echt keine Lust, jedes Mal dagegen Flieger anzulaufen. Die meinen, die haben es furchtbar drauf, da wehrlose Infanteristen wegzuholen. Ne? Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ne? Die können sich hinstellen und können sagen, ja, Flieger gehören auch zum Spiel, ne? Weißt, bei mir wird sich den ganzen Tag immer beschwert, ich spiele ja nur gegen Stage und schieße da nur die Bobs weg, ne? Aber ich kann es auch immer wieder gerne sagen, ne? Wer sich in den Flieger reinsetzt und gegen niemand anderes ganz alleine oben als Flieger, als Geier umherkreist und kleine wehrlose Infanteristen wegsnipert, ne? Also, wer dann zu mir sagt, ich spiele hier gegen Bobs, ne? Na, und ich spiele nur hier, ne? Ich bin hier der absolute Feigling, weil ich gegen niemanden spiele, ne? Weiß ich nicht, was er von dem dann halten will. Na, deswegen tut mir echt leid. Und wer dabei gewesen ist, wir haben da angegriffen, haben alles probiert. Ich war auch nicht schlecht. Ich bin nie schlecht. Ne? War sonst ein ganz gutes Spiel. Die haben da gut verteidigt, aber ich habe keine Lust, wie gesagt, immer auf Flugzeuge. Ne? Davon die zwei Verteidigungen, die wir dann noch gespielt haben, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das eine war in 2 Minuten gewonnen, das andere war ein Dreiermatch und da habe ich auch keine Lust, wenn der Gegner wieder mit 4 Piloten antritt. Tut mir leid, bei aller Liebe. Ja. Panzer kann ich mit leben. Deswegen, da weiß jeder mal, wie das ist. Ich möchte ein schönes Spiel haben, wo auf beiden Seiten ordentlich geweitert wird. Es können von mir aus auch ein paar Flugzeuge dabei sein, aber wenn die eine Seite keine Flugzeuge hat, ne, dann ist. Ich kenne es auf beiden Seiten. Wenn ich 4 Flugzeuge auf meiner Seite habe, meistens verliert unten die Infanterie das Spiel und der kommt da mit 30-3 oder so nach Hause und freut sich einen Ast. Ja, und ja. Der Rest steht da mit Wind im Haar. Wir sind 4 Leute. Wie viel müssten denn da sein? Ey, das gibt's nicht. Wie viel sind denn da? Da müssen 7, 8, 9 Leute drin sein, da drüben. Also, das ist alles. Da müssen alle da sein. Das ist ja der Wahnsinn. Also, wir waren hier gerade mit 4 Mann drin. Und die haben uns locker überholt. Also, mindestens 7. Und wir haben früher angefangen. Also, deswegen, 7 ist noch nicht mal untertrieben. Da ist wirklich wieder alles drin, was Rang und Namen hat. Und jetzt sehe ich hier nur 2 Mann drin, das ist auch immer lustig. Und die sitzen wieder an der gleichen Stelle, so wie immer. Ohne dir. Dann mache ich's. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Gut, da kommen wir voran. Ich weiß selber auch, wie scheiße das ist, wenn man Pilot spielt. Ne, wenn man damit anfängt. Natürlich sitzt hier wieder ein Sniper. Es ist. Aber wirklich, du kannst wieder. Es ist wieder so hart gekämmt. Hinter jeder Ecke sitzt einer und wartet darauf. Es ist. Nee. Ja, manchmal ist wirklich. Da macht es echt keinen Spaß zu spielen. Ne? Du steigst wirklich aus und du bist von Snipern über den Haufen geschossen. Das ist echt der Wahnsinn. Ah, ich finde hier, wenn so ein Camper-System fände ich echt nicht schlecht. Wenn du länger als 3 Sekunden nicht in Objective stehst, dann sollte so ein Pieper angehen, automatisch, dass du gespottet wirst. Da hätte ich echt nichts dagegen. Das finde ich echt gut. Würde ich echt befürworten. Würde es nämlich echt aufhören, dieses wirklich sich hinter einem Baum verstecken und wirklich darauf zu warten, bis irgendwann einer an dir vorbeiläuft.
Ja, weil das kann echt nicht sein. Ich habe eine Statistik, das glaubt man mir nicht. Ne? Ich werde weniger im Gebäude erschossen in einem Objective. Ne? Als irgendwo anders. Ne? Ich sterbe sonst nur, wenn ich die Tode im Objective rausnehme, sterbe ich zu 99% Flieger und alles andere mögliche. Panzer, HE. Ne? Ist jetzt einmal gestorben, richtig? Durch was? Durch einen Sniper hinterm Baum, den ich vorher nicht gesehen habe, weil ich noch meinen Panzer verteidigen wollte. Hätte sein können, das ist ja eine RPG oder so. Reicht's schon, reicht's nicht? Wow. Ich hab ein ABC gehört, ich glaube, das ist unter der Brücke, ne? Wie sieht's auf der anderen Seite aus? Sehr gut. Bis dahin haben wir dran geschafft. Ein Korb einziehen. Auf einen Haufen, Treppe sichern, sehr schön. So läuft es. Oh, da steht auch noch eine. Dass nicht nur einer von da schießt. Hier wird schon wieder von überall gesnipert. Also gehen wir schon mal ins Gebäude und warten ab. Hören du wenigstens? Ganz tolles Versteck. Ganz genial. Ja. Übrigens ist eine absolute Todeszone, da oben zu sitzen, ne? Nur mal so, ne? Weil, wenn ich von hier oben hochkomme, ist das erste, wo ich gucke, auf die Tür. Sehen tue ich erstmal noch nichts. Ist das mein Wagen? Dann kriege ich jetzt einen Headshot. 100%. Doch nicht. Leichten Rückwärtsgang eingelegt. Komisch, ich sag's immer, dann krieg ich keinen Headshot. Ich versteh's manchmal nicht. Na komm, aber die Panzer-E wird mich doch jetzt weg. Irgendwas kommt doch jetzt. Tschüss. Das war jetzt nicht ganz so geplant. Zumindest sind wir da angekommen, wo wir ankommen sollen. So, guck. Hinter mir scheint frei zu sein. Eins. Muss mal volle Suppe hinhalten. Handgranate? Oder auch nicht? Danke.
zurecht. Ein Glück hat der mich. So. Lass mich in Ruhe, wir müssen den Punkt teilen. Zeit rausholen, nur Zeit. Und gewonnen. Komisch, wie schön das Spiel Spaß machen kann. Bis auf einen Camper war die Sache doch schon okay. Ja, haben es doch alle nochmal ins Spiel reingeschafft. Na, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt spiele ich nochmal eine Runde als Ami. Vielleicht wird das irgendwas Schönes, man weiß es nicht. Aber ich hoffe mal. Wenn mich ein Gefährt hat, kommen wir neben die Bar. Hatten wir lange nicht. Spiele ich auch selten. Die Bar. T-Granaten oder H3? H3. Wenn es jetzt auch nicht so hart wird, ach. Ah, das Spiel hat schon wieder halb angefangen. Ich will auch ein bisschen was. Ich will auch ein bisschen Spaß beim Spiel haben, auch ein bisschen was sehen. Gut, wenn es jetzt nicht allzu hart ist mit den Fliegern, ist das auch okay. Gegen die normalen Doppeldecker ist das auch in Ordnung. Wenn die jetzt alleine antreten, es geht ja immer darum, dass immer nur eine Seite Flieger hat. Das ist ja auch mal das Schlimme, ne? Wenn eine Seite immer nur Flieger hat, dann fliegen die da und bomben sich einen lustig da weg, ne? Die wedeln sich dann einen von der Palme da oben. Ich meine, gegen die Aufklärerflieger ist das okay. Da hast du dann auch noch eine Chance. Das ist so gebalanced, weil du dann, wenn der eine Bombe abwirft und der nicht trifft, dann knallst du ihm gleich 3-4 Mal dein Magazin rauf und dann ist der meistens unten. Aber gegen, sag ich mal, gegen so einen schweren Bomber, da hältst du ja drauf im SCG oder so. Oder den kriegst du ja nicht kaputt. Das wäre ja auch blöd, wenn du den kaputt kriegen würdest. Nee, ich spiele auch gerne mit allen und so weiter und so fort. Ich freue mich auch, wenn einer da ist. Aber es ist manchmal auch nicht. Nova hat ja gar nicht seine ganzen Freunde mit und der fliegt. Nova, die hat nur seine rechte Hand heute mit. Normalerweise spielt nur die linke mit und Dings. Das Helsinki wollte ich gerade sagen. Na, spielt er diesmal auf meiner Seite mit. Ja, das. Ja, ich habe nichts dagegen, dass Leute mal fliegen, aber manchmal ist mir das einfach zu viel. Man geht mir einfach extrem auf den Sack, vor allen Dingen, wenn ich verteidige und dann kommt keiner von den Gegnern und ich stehe nur im Gebäude. Wenn ich hier schon ein Spiel zeige, dann sollte es auch wenigstens halbwegs ordentlich sein. Na, man will ja auch schließlich ein bisschen was sehen. Na? Rein von Taktik muss ich manchmal wirklich 5 Minuten im Gebäude stehen, nur weil es nicht geht. So, das gleiche nochmal. Quasi dasselbe, bloß auf Ami-Seite. Diesmal mit der Boah. Leichte Panzer und Flieger. Wird garantiert schwieriger werden, glaube ich jedenfalls. Weil gegen Deutsche in der Verteidigung ist es meistens immer schwieriger. Ich habe es nicht mehr geschafft, so ein bisschen laufen. Oh, muss natürlich auch. Na, haben wir draus gelernt? Bleibe ich jetzt lieber hier? Dann bleiben wir doch da. Gegen 1, den einen hat er gewischt. Es ist immer dieselbe Stelle, ne? Kann das sein? Kann das sein, dass es immer dieselben sind und immer dieselbe Stelle? Ob Ami oder Deutsch, das ist, ne? Same procedures, ne? Every year, ja? Es ist immer dasselbe.
dem kleinen Unterschied, diesmal sieht die C-Line nicht so gut aus. So war schnell, jetzt aber Avanti. Wir fahren gleich durch. Ich setze die Leute bei O ab, aber die C-Line wird jetzt gleich durch sein, wenn ich da nicht gleich ankomme. Leider keine Munition mehr. Ja, lad nochmal nach. Lass mich raten. Hier schießt gleich einer von hinten. Oh, ich kann die Seite nicht wechseln. Geh rüber. Komm, wechsel. 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 Guter Junge. Braves Schweinchen. Danach müssen wir wieder gleich wechseln. War's geil, ne? Hüpf. Und da waren die. Gib ihm die Karte. Ne, ich kann auch damit leben, wenn wir das Ding jetzt verlieren. Ist okay, wenn die anderen gut spielen. Kein Problem, ne? Ne? Aber wir müssen ja alle in den Flugzeugen campen. Ich habe immer keine Lust drauf. Die war. Oh ja, natürlich, direkt Kopfschuss. Es ist manchmal ist es schon witzlos. Ne? Wenn ich so gut schießen könnte jedes Mal. Naja, du guckst mal kurz raus, gibst ein paar Schüsse ab, zack, Headshot. Aber ein Glück, ich hätte ihn zurückgemusst. Hat er mir wieder geholfen damit. Ich muss hinten stehen bleiben und verteidigen. Jetzt kriegen wir es nicht gehalten. Allerdings sind die besser wie wir. Ich krieg's auf beiden Seiten nicht gehalten. Komm, fahr nach vorne. Gerade während des Dings zu sehen. Kriegen wir es jetzt mal gehalten? Würdet ihr mich jetzt wohl erschießen? Jetzt, wo die Chance, einen Headshot zu landen, ist bei 100% die. Dann wird's natürlich keiner. Wäre ja auch langweilig. Thank you.
Minuten gehalten. Ja, nein, vielleicht. Du gibst mir keinen Headshot. So. Na, Schwanz des Longus wieder da? Ah, heute nicht. Da ist Spannung drin, hier ist Aufregung. Ne? Hier wird ordentlich gespielt. Diesmal nicht. Dann spielen wir safe die Nummer. Da gewinne ich. Tellermine. Nicht zwei Leute auf einer Position. Wenn nicht auf den Keks. Leck mich! Danke! Rennen wir noch mal öfter dazwischen. Danke! Sehr schön! Sehr schön vom eigenen Teammate wieder. Ne? Der geht mir so lange auf den Sack, bis er eben halt, ne, das ist nur zum Nachteil des Teams. Deswegen ist es nie gut, dass Leute mit mir spielen und mir hinterherrennen. Deswegen ist es nie gut, weil alle sind da, alle pfeifen, alle stellen sich vor mir hin. Ich sehe eure Namen. Ne, der beste Spieler ist für mich den, den ich nicht sehe. Konzentration. Hi Lukas. Ich habe in der Ecke gegampt, Lukas. In einem Corner Gamper, Lukas. Deutscher im Busch. Wie sieht's aus? Hochspringen, gucken. Kein Gegner da? Könnte alles so einfach sein. Wo sprayt er denn? Ich krieg gleich einen Headshot, da wette ich drauf. Der sitzt wieder irgendwo im Busch und bewegt sich nicht. Du hörst nichts, du siehst nichts. Fahr weiter, fahr weiter. Ach, kommt wieder überraschend. Ich komme nicht mehr rübergesprungen. Dann komme ich wieder über den Stacheldraht. Ich hätte wieder mal campen sollen. Also das ist wieder so. Ich hätte mich einfach erschießen sollen oder F11 drücken sollen, einfach so, dann hätte ich mehr davon gehabt, weil der sitzt jetzt hier irgendwo, jetzt hätte ich nochmal abgeknallt. Mensch, Leute.
Kameraden? Er kann nur oben im Dach sitzen, woanders kann er gar nicht sein. Er ging ein bisschen Bewegung hier. So, vorwärts. Ah, gegen Deutschland in der Verteidigung ist schon wesentlich schwieriger. Das ist nun mal so. Spielen mehr Leute Deutsch. Mehr Leute Deutsch spielen, haben sie auch bessere Waffen. Aber nichtsdestotrotz. Ja, natürlich. Ah, es ist, er dreht sich um und wartet. Ich hätte mich heilen sollen, aber soll's. Ah, jetzt haben wir wieder verloren, weil wir wieder keine Fahrzeuge haben. Das finde ich auch. Also ich finde es fairer, wenn der Verteidiger im Stage wirklich keine Fahrzeuge hat und dafür der Angreifer eben halt ein paar. Dann wäre das schon wesentlich angenehmer zu spielen. Weil so gehen dir sofort die Fahrzeuge nach 10 Minuten aus. Klar, man könnte auch mehr mitnehmen, aber letztendlich bringt das nur mehr Multikills auf die Fläche. Jetzt muss ich den wieder ausweichen. Immer schön gegen die Sonne aus, das Assi. Nein, keine Handgranate. Tja, scheiße, wenn du auf der anderen Seite siehst, ne? Ja, wir müssen jetzt die Zielseite decken. Sobald er nicht nah genug rankommt. Ist aber auch normal, mit dem MG ist es halt schwer. Na, da bin ich sogar mit der Bar leicht im Vorteil. Aber die verteidigen ihr Hut ab, ne? Also das ist ja, ne? Es ist nichts so schöner, als wenn hier beide Seiten versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Hier wird gefightet. Ich bleib hinten stehen. Ich mach lieber rum. Nicht, dass uns ein Punkt wegkippen hinten. Das war unser MG, ne? Dann bleib du hier. Gesehen. Sehr gut. Paolo, da ist er wieder. Dreimal dieselbe Nummer ist arm, oder? Ja, aber jetzt. Oh, hier hört ihr den Büschen. Ja, hat aber gekämpft. Na ja, gut, das war jetzt. Na, irgendwann konnte es auch nicht mehr gut gehen. Da, also, ich hau rein. Na, aber beim dritten Mal war schon, also ist auch schwer, ne? Ich meine, da sind die Amis schon leicht im Vorteil, ne? Auch die Russen und so, grün, rot, rot-grün, das ist dann alles schon echt schwierig zu sehen, ne? Und als Deutscher bist du halt in diesem Blau-Grau halt aufgeschmissen, ne? Dafür haben die Deutschen den Vorteil im Gebäude, in Straßen, ne, in schattigen Straßen, da bist du da besser aufgehoben, das sage ich jetzt schon, ne? Ist zwar ein leichter Vorteil, aber ja, ist halt da, ne? So.
Ja, das sind so kleine Snacks, nennt man das. Bei der KD. Den nimmt man halt mal so mit, ne? Kriegen wir es gehalten hinten? Das ist jetzt die Frage. Halte! Schöner Doppelkill. Aber es reicht nicht, auch wenn er gut war. Auch wenn der schön mit anzusehen war. Das liegt aber auch nur an dem guten Handling der Waffe, dass ich wenig Rückschlag habe und dadurch kann ich eben halt voll durchziehen. Wow! Brauche ich nicht. So, um Keks gehen. Weiter geht's. Wir können noch gewinnen. Knapp, aber korrekt. Ich ziehe auch alleine durch. Bleib mal hinten, es reicht, wenn ich vorne stehe. Hören tue ich erstmal nichts. Paolo, irgendwann, ne? Bist du wieder dran, aber jetzt gerade nicht. So, bis auf einen super Headshot. Ich habe bis jetzt noch nichts abgekriegt. Zeit rausholen. Deckung bleiben. Punkt neutral. Haben wir eigentlich noch Flieger? Nee, haben wir. Nee. Ja, es ist. Na gut, wir haben wieder 10.000 Flieger drin und wir haben. Die Deutschen haben wahrscheinlich ein oder zwei bloß. Der steht da. War 1 gegen 1. Chance. Gut, Paolo. Nicht blöd. Aber für mich reicht's nicht. Ich bin ja auch gerade warm gelaufen. War jetzt auch langweilig, wenn ich hier nicht mal langsam ein bisschen was hinkriege. Vor allen Dingen mit der Waffe. Zack. Na, jetzt bin ich rausgekommen. Jetzt kann ich auf der Treppe, dann kann ich schlecht anlegen. Und warum er sich da hinlegt, weiß ich auch nicht. Ach, schade. Schade, schade, schade. Wir haben nichts mehr. Aber wir haben auch keinen Panzer hier mehr, dass ich einen Panzer ziehen könnte. So ein Mist, ich wollte gerade einen Panzer ziehen. Ärgerlich. Ich hab mir erst bei O3 auf dem Platz gestellt, Junge, mit der HE um mich gepfeffert im Chevy. Das kannst du aber wissen. Wo Ohrfeigen verpasst. Ja, das Problem ist, ich kann jetzt auch schlecht einschätzen, wie die Deutschen das so sehen. Mit den Fliegern. Das ist immer das Problem. Auf meiner Seite kriege ich das immer ganz schlecht. Der 38T, der tut mir sogar weh. Wow. Glaubst du auch, ich bin von vorgestern, ne?
Aber Roland ist Fuchs. Du hast keine AE, du hast keine AE, du hast keine AE. Fahr weg. Fahr. Sag ich dir. Ne? Dem muss ich nicht mehr hinterherlaufen. Der kommt nicht wieder. Er will sich reparieren. Durch O2 kriegen wir. Wenn wir jetzt O3 kriegen, dann haben wir sogar noch eine Chance zu gewinnen. Den oben, den treffe ich nicht. Der ist so weit weg. Ich könnte es auch auf den Flieger schießen. Ich könnte es aber auch lassen. Leute in diesem schwulen Dauer. Ganz schwer einzunehmen. Ganz schwer einzunehmen. Vor allen Dingen nur, wir müssen da ja noch zu Fuß ranlaufen. Nicht einfach. Die stehen da jetzt hinten in der Kirche. Das kann ein Fehler sein. Das kann echt böse laufen, weil die eben halt... Ich kann immer noch keinen Panzer nehmen. Ich könnte einen Flieger nehmen, ja. Ich einen Flieger. Können gewinnen. Mein O3, wenn du jetzt O3 halten willst, dann spielst du auf Sieg. In der Hoffnung, dass du eben halt O2 wiederkriegst und dann die zwei Punkte dadurch instant wieder kriegst. Ne? Macht der viel schon vorher um, ja, das passiert. Die ersten 5 Schuss gingen daneben, aber darum ging es nicht. Das wird jetzt hier echt spannend. Weil der Kirchturm ist immer echt schwer einzunehmen. Ich hab schon gesehen, ich hab noch die Waffe nicht mehr hochbekommen. Das Problem ist, ich hab eigentlich damit gerechnet, dass er nach oben guckt, weil mein Mann sitzt oben in der Kirche. Das Problem ist, ist jetzt dieses lange, lange Ranlaufen, ne? Das dauert eben halt, bis wir dann wieder da sind. Wenn ich da jetzt einmal reinkomme in den Turm, ist natürlich vorbei. Dann haben die natürlich verloren. Also ich darf da, sie dürfen mich da auch nicht hochlassen. Die müssen jetzt die ganze Zeit diesen Kirchturm da am besten mit 5 Leuten verteidigen. Mal gucken, nicht, dass hier noch einer kommt. Nee, nee, ich geh zu Fuß. Sagen, läuft keine. Rückzug, da könnte noch ein zweiter kommen von rechts. Ich weiß nicht, von wo der schießt, keine Ahnung. Das Aid wäre nicht schlecht. Haben wir nicht mehr. Wir kommen weg oder wir kriegen nochmal ein neues Leben. Rückzug nochmal First Aid holen und dann nochmal probieren. Wir haben auch die schwere Seite, weil die haben sich jetzt hier in die Kirche verschanzt.
stark gespielt. Ich habe die nämlich hinten gehört und habe überlegt, schieße ich jetzt? Na, aber um meinen Kollegen zu retten. Mein Freund, ich nehme mal deins, ne? Nochmal Medkit holen, wir haben Zeit. Stark gespielt. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wer gewinnt. Es ist echt, echt hart. Brauche ich nicht. Hab noch 40 Schuss. Stehen bleiben. Nie, 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 nie stehen bleiben. Kann jetzt echt enge werden. Haben müssen. Oh! Mit ganz viel Luck. Das sprayt er wie so ein Verrückter. Und jetzt haben wir verloren. Nee, doch noch nicht. Die müssen erst den Punkt einnehmen nach oben. O1. Aber damit kann ich leben. Klar, wenn wir es jetzt nicht gleich neutral kriegen, war es das. Ich kann ja auch nicht schneller. Uns gehen ja so schnell immer die Wagen aus. Das ist immer der Wahnsinn. So. Die letzte Regel tritt in Kraft. Alles oder nichts. Da wird nach vorne gelaufen. Ah, kriegt er doch mal ein Heady! Ja. Das war aber mal ein gutes Spiel. Da kann man echt nichts zu sagen. Das war schön. Ne? Ich sag mal, das ist auch ehrlich das, was man wirklich zeigen kann. Ne? Da wurde gespielt. Ne? Da konntest du nicht sagen, wer gewinnt. Ne? Da wurde ordentlich gespielt. Ne? Ne? Das war gut. Ne? Da kann man echt mal... Ne? So will ich das sehen. Ne? Nichts macht mehr Spaß. Da wird hin und her gegangen. Ne? Gut, er hat das gemacht, was ich gesagt habe. Wahrscheinlich, weil ich Roland bin. Ne? Klar, aber ansonsten, ne, da wird hin und her, da ist Spannung drin, da, ne, da hat man echt mal Spaß bei der ganzen Sache. Ne, das ist anstrengend, stressig, ich meckere ja sowieso immer rum, aber, ne, hier, ne, da sieht man auch mal Klasse dann immer, ne, wie viel Abstand dann da ist, ne, mit einer guten Waffe, ne, mit Einsatz, ne, fast wieder eine 5:1 KD, das ist super, ne, mit der Waffe, gar keine Frage, ich habe ein gutes Spiel gemacht, kann ich echt zufrieden sein. Ja, also wie gesagt, die Bar kann ich nur empfehlen. Wir machen nächstes Wochenende dann mal mit Modden und so weiter. Ich hoffe, dass da natürlich dann auch wieder ein gutes Spiel irgendwann mal bei rauskommt. Wie gesagt, tut mir echt leid heute, dass bei den anderen nicht geklappt hat. Aber wenn wir da zusammen spielen, dann muss man das Spiel nehmen, was da kommt. Und dann kann es manchmal nicht laufen. Aber das hier, das war echt top.